Einer, der auszog, das Fürchten zu lernen, ist mein Kollege Michael Chachupan, der sich im Rahmen der Gamescom einige spannende Horrorspiele mit sehr unterschiedlichen Ansätzen angeschaut hat und uns jetzt drei davon hier vorstellt. Hallo Micha, du hast uns als allererstes Little Nightmares 2 mitgebracht. Was ist denn da das Neue? Ja, Little Nightmares 2 ist natürlich die Fortsetzung von Little Nightmares 1 aus dem Jahre 2017. Ne? Ist ein Puzzle-Plattformer gewesen, der ziemlich viele Leute damals überrascht hat. Das war so ein Titel, der hatte so eine puppenhausartige Ästhetik und hat mit seinem Puppenhaus-Look so Urängste aus Kindheitstagen wirklich angesprochen. Und es hat viele überrascht, weil niemand so richtig auf dem Schirm hatte, dass das Spiel wirklich dazu fähig ist, so richtig groteske, surreale Bilder auf dem Bildschirm zu zaubern. So, und gerade im letzten Drittel war das so, dass du da saß und dachtest, Alter, was geht hier ab? Also es war super, super überraschend. Und ich habe mit dem Pierre gesprochen. Das ist der Brandmanager von Little Nightmares. Und der hat mir ein paar Sachen verraten. Er meinte zum Beispiel, dass im zweiten Teil wir jetzt nicht mehr den Hauptcharakter aus dem ersten spielen, also nicht mehr Six, sondern diesmal einen Jungen, dass aber der Hauptcharakter aus dem ersten trotzdem noch vorkommt. Also da gibt es dann so Szenen, wo sie dann als KI-Figur mit irgendwie reinkommt und dann mit ihr zusammen Rätsel löst und so weiter. Und das ist aber trotzdem kein Koop-Spiel. Also das ist schon mal wichtig. Viele haben den Trailer gesehen und gedacht, oh, zwei Figuren, das ist dann bestimmt so wie bei Unravel 2, dass man den dann irgendwie, ne, irgendwie zu zweit spielen kann. Aber das ist nicht so, es ist immer noch ein Singleplayer-Titel. Und ich glaube, das ist erstmal so das Wichtigste, was man wissen sollte. Du hast gerade schon so ein bisschen das angesprochen, was das Besondere an dem Spiel ist. Aber weißt du dann irgendwie was, was jetzt auch gerade den zweiten Teil nochmal hervorstechen lässt? Hauptsächlich die Erweiterung der Welt. Also so von der Ästhetik geht es wirklich schon sehr stark zum ersten Teil. Ne? Also es ist auch wieder sehr düster, es hat auch denselben Look, es spielt sich auch sehr ähnlich. Es hat auch wieder dieses zweidimensionale Puzzle-Platformer-Gameplay und so, das, was man aus dem ersten auch kennt. Aber das erste Spiel hat auf dem Schiff gespielt ausschließlich. Und dann wurde so am Ende des Spiels angedeutet, okay, da gibt es ein Festland, da gibt es eine viel größere Welt und noch mehr Geheimnisse zu erkunden. Und genau dieser zweite Teil setzt da an. Also der macht da quasi an dieser Stelle weiter und erzählt die Geschichte dann fort und man sieht jetzt sehr viel mehr von diesem unheimlichen Little Nightmares-Universum. Ja, Little Nightmares soll am 11. Februar 2021 rauskommen, ist jetzt gerade angekündigt worden, und zwar für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Das war das erste von unseren drei Spielen. Weiter geht's hier mit Remothered, Broken Porcelain. Das ist der Nachfolger zu einem 2017 veröffentlichten Indie-Horrorspiel. Remothered, die Namen sind immer so geil. Remothered, Tormented Fathers. Das ist also okay, heavy stuff. Ja, ja. Und das war ein bisschen so eine Überraschung, weil es auch so sehr klassischer Horror ist aus den frühen Anfangszeiten von Resident Evil oder Silent Hill. Mit dem kann man das ganz gut vergleichen. Wie ist das jetzt im Nachfolger? Genau. Folgt das diesem Prinzip? Gibt es da Änderungen? Es ist, steht genau in dieselbe Kerbe. Also wer wirklich so auf der PlayStation 2 mit der goldenen Ära des Survival-Horror wirklich auch groß geworden ist oder das früher gerne gespielt hat, wir denken da auch an so Titel wie Hero of Rose zum Beispiel oder Haunting Ground und so, der wird sich hier sehr zu Hause fühlen. Also es ist wieder psychologischer Horror. Der versucht auch sehr viele Horror-Klischees tatsächlich zu vermeiden. Also ich habe mit dem Entwickler Chris Darrow gesprochen, der ist Autor und auch Game Director von dem Spiel. Und er ist selber ein Riesenfan von diesen Spielen, auch von Clock Tower, diesen super Klassiker auf dem Super Nintendo damals noch. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass man im Gegensatz zu Resident Evil sich nicht besonders wehren kann. Also man ist ganz klar wirklich unterlegen, man kann sich vor den Gegnern nur verstecken und so in Notwehr vielleicht mal kurz ablenken irgendwie, ne, weiß nicht, vielleicht hast du ein Messer, das ist dann so ein Item, das du dann irgendwie schnell verbrauchst und das kannst du nur einmal benutzen und so. Und es sind wenige Gegner, so ein bisschen wie man es aus Nemesis von Resident Evil kennt, die sind dann auch sehr, sehr schwer zu besiegen und auch nur in Schlüsselsequenz dann wirklich zu überwältigen. Und du hast nicht diese Klischees, dass du überall Geister hast und überall Zombies rumlaufen und so ein Zeug. Und es geht wirklich stark in diese psychologische Richtung, was deutet der Titel ja auch an. Ne? Es geht so um Mental Illness zum Beispiel oder es geht um verschwommene Erinnerungen, um Kindheitstrauma und so. Also schon wirklich heavy stuff, was der erste aber echt ganz gut verarbeitet hat. So. Und überraschend ist halt auch, dass hier die meiste Angst oder die meiste Furcht tatsächlich von anderen Menschen ausgeht und nicht von Monstern unbedingt. Der erste war technisch, aber ein bisschen durchwachsen. Kannst du schon irgendwie einschätzen, ob das im Nachfolger jetzt besser laufen wird? Also
so vom ersten Eindruck, den ich hatte, ist der zweite Teil, Broken Porcelain, ist tatsächlich technisch durchaus ähnlich zu dem ersten. Also Charakteranimationen sind besser geworden, man hat deutlich mehr Facial Expressions drin. Es sieht, von den Emotionen ist es überzeugender als der erste. Das ist auf jeden Fall schon super wichtig für ein Horrorspiel, deswegen ist das gut. Was so die Umgebungsgrafik und so betrifft, ist es so eigentlich auf einem ähnlichen Niveau. Aber das ist okay, weil die Stimmung kommt trotzdem rüber. Mhm. Also was Chris Darryl erklärt hat, ist, dass sie zum Beispiel versucht haben, so eine unheimliche Stimmung bei Tageslicht zu erzeugen. Also wir wollten auch dieses Klischee umgehen, dass man da immer im Dunkeln unterwegs ist und so weiter und so fort. Und das haben sie echt gut hingekriegt. Also es ist jetzt nicht top-notch, es ist jetzt nicht irgendwie AAA-Blockbuster-Grafik mit super vielen Effekten, aber sie haben genau den richtigen Stellen bei Architektur, bei den Effekten, bei den Atmosphäre-Effekten haben sie einfach genau die richtigen Sachen gesetzt. Und ich glaube, dass Horrorfans sehr zufrieden damit sein werden. Mhm. Ganz kurz nur noch eine letzte Frage zu dem Spiel. Zur Story, worum geht's ganz grob? Also was ist das Setting? Es setzt da an, wo der erste Teil sozusagen aufgehört hat, spielt im selben Universum, aber es wechselt die Hauptcharaktere. Wir haben im ersten Teil eine Journalistin gespielt und im zweiten Teil spielen wir Mädchen. Wie genau, hat Chris Darryl noch nicht verraten, wie sich das ins Universum einfügt, aber spielt alles in so einem abgelegenen Hotel. Und alle, die dorthin kommen und alle, die dort als Bedienstete quasi gezwungen werden zu arbeiten als Strafe, die haben irgendwas gemacht. Und das Mädel, das wir spielen, die hat wohl irgendwas verbrochen und ist dann als Strafe dahingeschickt worden. Und während sie da arbeitet als Bedienstete, merkt sie, dass da irgendwas nicht stimmt in diesem Gemäuer. Also irgendwie sind die, ne, der Besitzer ist irgendwie strange und die Leute, die da arbeiten, die reden so komisch. Also da kommt so ein bisschen diese Shining-Atmosphäre vielleicht so ein bisschen raus, so. Und auch da wieder, das Unheimliche sind die Leute und nicht unbedingt jetzt Geister, die in Gemäuern sitzen oder so. Ja, kommen wir zum dritten und letzten Spiel jetzt hier in dieser Runde. Und da ist eher die Frage, ob das überhaupt ein richtiges Horrorspiel ist. Es geht nämlich um Hello Neighbor 2, was aber eigentlich in dieser ganzen Franchise schon das vierte Spiel ist. Was ist, ist das ein Horrorspiel? Was ist das? Das ist eine verdammt gute Frage. Hello Neighbor ist richtig weird und ich habe ein Gespräch mit Alex geführt, das ist der CEO von dem Publisher Tiny Build, die ein Portfolio voller merkwürdiger Indie-Games haben. Und er sagt aber auch selber, also das Spiel zu beschreiben fällt ihm schwer. Also im Wesentlichen geht es darum, dass du beim Nachbarn in geheime Räume eindringen musst. Im ersten Teil musstest du in den Keller, im zweiten gibt es dann wohl auch irgendwie andere Räume und man spielt da auch hier nicht gegen eine Horde von Feinden oder so, wie man es aus vielen Horrorspielen kennt, sondern es gibt eigentlich nur eine KI, die versucht, dich davon abzuhalten, in diesen Raum einzudringen. Und das ist hier so ein Krähenmann oder so, also so eine ganz merkwürdige Krähengestalt. Und was du machst, ist, du bist Journalist, du hast so Gadgets dabei, wie Überwachungskameras, die du setzen kannst und so. Und du kannst so, weiß nicht, Seile ziehen, um diese Kreatur zum Stolpern zu bringen. Und du kannst so Aktionen ausführen, wie zum Beispiel einen, also einen Wasserkessel aufsetzen, dass das Pfeifen diese Kreatur so ablenken und so. Und das ist so dieses Stealth-Gameplay mit Gadgets und so. Und die KI soll aber dazu lernen. Also die soll wirklich auch sich merken können, okay, das sind die Tricks des Spielers, das sind die Wege, die dieser Spieler eingeht. Und man kann soll so ein bisschen wie bei Alien Isolation nie so richtig einschätzen können, was macht eigentlich diese Kreatur. Man kann sie auch nicht besiegen, also man kann sie nicht töten oder so. Auch sehr ähnlich zu Alien Isolation. Und das ist das Ding. Und es sieht halt überhaupt nicht nach einem Horrorspiel aus. Es hat eher so einen Psychonauts-Look, so Comic-Cartoon-Style. Sehr, sehr verzerrter Comic-Look. Aber die Geschichte ist trotzdem irgendwie düster, weil es am Ende irgendwie schon so um Leichen im Keller wirklich geht. Ne? Also die Leichen im Keller des Nachbarn sozusagen. Ja. Wir haben ja schon gesagt, es ist schon der vierte Teil in dieser Reihe, die auch teilweise gameplaymäßig sehr unterschiedlich war. Aber was ist denn jetzt besser? Also es wird ja eine Weiterentwicklung geben. Kann man das schon irgendwie sagen? Also Alex meint, ich habe selber nicht gespielt, aber Alex meint, KI soll viel besser sein. Die war im ersten Teil wohl so ein bisschen buggy. Also das ganze Spiel sehr experimentell, kleines Team. Und sie haben sehr, sehr viel mehr Polish reingesetzt. Alex sagt, das Team ist auch deutlich gewachsen. Es waren am Anfang sehr wenige Leute. Jetzt haben sie aber viel, viel mehr, um auch Zwischensequenzen zu bauen, um mehr Voice-Acting zu machen, um mehr Story allgemein zu erzählen. Also die Geschichte soll auch besser erzählt werden diesmal und so. Und auch die Welt ist größer. Also es ist nicht mehr nur dieses Gelände mit dem Haus, sondern du hast jetzt auch irgendwie eine ganze Nachbarschaft, die dort abgebildet wird. Und das ist so indirekt dahin, dass man tatsächlich auch nicht nur da in diesem Einhaus unterwegs ist, sondern auch tatsächlich die Umgebung noch mit erforscht. Und ja, also Alex sagt, größer, besser, ausgefeilter.
Ja, das müssen wir aber dann natürlich erst noch rausfinden. Kurze Zusammenfassung nochmal. Unser erstes Spiel Little Nightmares kommt im Februar nächsten Jahr raus. Unser zweites Spiel Remothered Broken Porcelain kommt, ich glaube, es wurde verschoben von August auf Oktober. Da soll es jetzt wahrscheinlich rauskommen. Ja. Und weißt du schon was Genaues, wann Hello Neighbor 2 rauskommt? Da hatte ich gesehen, es gab eine Alpha oder gibt vielleicht sogar schon eine spielbare Alpha. Aber wann kommt das fertige Ding? Weiß man das? Erst nächstes Jahr. Also nicht mehr 2020, das wird erst 2021 wirklich fertig werden. Und so richtig genau, also grob angepeilt ist halt wirklich der Frühling. Aber jetzt gerade durch die aktuelle Lage ist es eher schwierig, dann wirklich ein festes Datum zu machen. Also sie peilen Frühling 2021 an. Ja, aber der Beta-Test soll auch dabei helfen. Ja, eben. Also das ist ja auch perfekt, um die anderen Spiele vorher zu spielen. Ja, also zu Halloween wird es nicht mehr kommen. Es gibt ja diese klassischen Halloween-Spiele. Remothered kommt zum Beispiel pünktlich dafür raus und so. Aber das Hello Neighbor werden wir verschieben müssen. Aber ich denke auch, das ist so weit weg von den anderen Titeln, dass man da vielleicht auch. Also mir fällt es auch schwer, da direkt Horror zu sagen, aber die Entwickler selber sagen, es ist ein Horrorspiel, deswegen. Spannend ist es auf jeden Fall. Wir werden es uns in den nächsten Monaten anschauen. Micha, vielen Dank für die Zusammenfassung. Gerne.